何か？Blijf maar daar, Sandy. Sandy, blijf maar daar. Blijf maar daar. Blijf maar daar. Sandy, stop. Ja, wacht maar. Wacht maar. Sandy. Ah, Sudan. Sag mal. Kom maar hier. Kom maar auf jetzt. Juki! Sandy! Sandy, aus!
Carré. Tenez. Suki aus! Kein Blabber da! Okay, come here. Come here. Come here. Come here. Look.
Suki. Suki. Alien. Jerry, benimm dich. Benimm dich. It's okay.
Lauf, Kari, gib Abendbrot. Lauf. Okay. So okay. Ach, da bist du ja.
Bonnie was a waitress in a small cafe. Es gab Tage, da wollte man sich eigentlich selbst das Leben nehmen. Das ist der einzige Ort, wo man einen nicht folgen kann. Stalking, ZDF Info. Sie plante ihre Zukunft und war mir glücklich. Aber zeitgleich macht sich eine Handvoll Sympathisanten der Konföderierten daran, einen tödlichen Plan umzusetzen. Dann schlug das Schicksal zu und nahm ihm alles. Innerhalb von Sekunden ändert sich die Geschichte. Sie kamen spät ins Theater. Das Stück begann. Und was dann folgte, ist weithin bekannt. Wir werden die dramatischen letzten 24 Stunden des Lebens von Abraham Lincoln nachvollziehen. Was geschah an diesem verhängnisvollen Tag? Der Morgen des 14. April 1865. In 24 Stunden werden die USA in Trauer verhallt sein. Der Tag beginnt sonnig und hoffnungsvoll. Die amerikanische Nation hat endlich den blutigen Bürgerkrieg. Und genau das geschah schließlich. Wenn er es schaffte, dann würde er neben Washington als größter amerikanischer Präsident in die Geschichte eintreten. Seit er versagen, würde sich niemand an seine Präsidentschaft erinnern. Dazwischen gab es nichts. Erst 5 Tage zuvor hat die Kapitulation der Konföderierten bei Appomattox das Ende des Sezessionskriegs eingeläutet. Nach dem Ende dieses 4 Jahre währenden grausamen Kriegs herrschte eine ungemeine Erleichterung. Man sah wieder Licht am Horizont. Lincoln beginnt den Tag mit einem Augenzeugenbericht der wohl letzten Schlacht des Krieges. Vielen Dank. Das sieht ganz köstlich aus. Es ist perfekt. Er frühstückte mit seiner Familie und auch sein Sohn Robert war vom Schlachtfeld zurückgekehrt. Erzähl uns doch von deinen Erlebnissen. Als Adjutant von Ulysses S. Grant wurde Robert Todd Lincoln Zeuge der Kapitulation. Ein ganz gewöhnlicher Vorgang. Lincoln wollte jedes Detail über die Kapitulation General Lees erfahren und sprach davon, dass er voller Hoffnung in die Zukunft blicken würde.